Cool. Muss ich ja gleich in einen reinlegen. So. Das Gatter da. Ach, kann man die aufeinander platzieren? Okay, schade. Na, dann nicht. Ups. So, ja, nee. Was denn? Die Schlafmöglichkeiten, die gerade im Haus aufgebaut werden. Ach. Ah. Wenn wir Gäste haben oder so, ne? Brauchen wir schon ein bisschen was? Was wir am Fenster machen. Warum ist das Ding eigentlich noch nicht zu? Das stört mich voll. Weil da das Holz reingekommen wäre, was für Fenster hätte rausgerissen werden können müssen, tun. Moment, da habe ich eine Idee. Das Holz. Friss. Geht doch. Wofür? Holz. Okay. So. Gut. Simon, du darfst gerne hochhüpfen und die Fenster nehmen, die da liegen. Genau. Wann bin ich eigentlich der Künstler hier? Du wolltest die Fenster haben. Ich habe gesagt, ich gebe dir die. Außerdem, ich meine, obendrauf war einfach nicht mehr genug. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, wo die Fenster hin sind, da. Deine Schulterpolster, ey. Im Klo. Scheiße. Ja. Wir haben die Wahrheit rausgefunden, du versteckst dich einfach hinter dem Klo. Ja. Und pisst das Klo an. Ja. Super Information. Ich liebe diese Ironie, dass der Chef kocht. Hä? Das kann Chef heißt im Englischen Küchenchef, also Chefkoch. Weiß schon, ja. Und der kocht. Und Pretty. Achso, Riesenfenster, meine Fresse, ey. Nicht? Klar, doch. Gerne, aber. Ich würde schon sagen, ja. Ungewohnt. Also unerwartet, sag ich eher. So, die Nazis, wie weit ist das entfernt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. Wir haben übrigens ziemlich hübschen Regen, muss ich wirklich sagen. Das ist Sternregen. Eben. Na. Mal eine andere Frage: Wie viele Parts haben wir jetzt eigentlich schon aufgenommen? 125. Autsch. Mit dem Blick auf die Uhr merke ich gerade, dass eigentlich langsam von der Zeit her fast schon das Aufnehmen wieder reicht, so leid es mir tut. Ich weiß. In dem Fall tut es mir wirklich leid. Ist das symmetrisch? Ich glaube ja, oder? Ne, jetzt nicht mehr. Banausen, ey. Jetzt muss Licht rein. Hört mit dieser Asymmetrik hier. Auch eine Vorderkunst, ne? Mhm. Ja, hier hoch, da hoch. Und jetzt schön die Öllampen holen, Moment. Einfach nur, weil die Öllampen sind besser aus als Fackeln im Haus. Und dazu noch, muss ich sagen. Ja. Habe ich da 10 Stück von. Ah, schön. Simon. Was? Markus macht da Scheiße. Ja, ich mach schon weg. Hörst du auf? Nee. Nix da, ey. Mach mal kurz alle Fackeln nochmal raus hier aus dem Raum. Sind nicht meine, deswegen will ich das nicht machen. Und jetzt? Und jetzt kann ich ja die Öllaternen platzieren. Die viel hübscher sind. Sehen besser aus.
Oh, ich habe doch noch ein paar Kisten. Komm, tu die oben rein. Wenigstens ein bisschen Detail hier drin. Hä? Ne, dann ist halt, dann steht hier oben halt was rum. Richtig hübsch. Ja, das war doch sowieso schon geplant. Und dann machen wir dann hier oben irgendwie die Treppe zum zweiten Stock oder so, keine Ahnung. Machen wir nicht einfach einen Ausgang, dass wir da hochgehen können, was geil wäre? Ja. Den zweiten Stock kann man dann einfach quasi über eine von diesen Holzplattformen erreichen, die du hier rüber spannst. Und hier irgendeine Treppe. Oder wahlweise, ich habe sogar noch viel geilere Plattformen gefunden. Ja. Nämlich auch an dieser Fakultät da hier in dem Laborgebäude. Meistens sind 5 hoch, bah. Ja. Sieht schon witzig aus. Ja, ich wollte hier eigentlich auch gerade bauen, nicht nach oben. Wir müssen das Dach eins höher setzen. So. Ja, die machen coole Geräusche. Ist Metall. Auch den Platz hier gerade kurz. Nein, da baust du ja die ganze Zeug ab. Ey, das war mein. Egal. Was? Holz für den Hintergrund, weil ich hier unten im Hintergrund stehen kann. Insel verankert ist, logischerweise, so. Was fehlt denn noch? Dach. Dach. Mach mal. Danke. So. Sei da. Prächtig. Willst du das wirklich so stehen lassen? Fertig. Nein, ich hatte gesagt, wir machen jetzt das Dach eins höher. Hör mir doch zu. Ja. Der einfachste Weg. Glaube ich. Ja, schon. Kannst du den Fackel mal wegnehmen, das fallen die mir gleich ins Gesicht, ne? Klar, wie viel, weil ich den Fackel klaue. Gut. Passiert auch so, von daher. Oh, er schnurrt, er freut sich. Es laggt. Ein klein wenig, ja. Keine Ahnung, was da passiert. Müssen wir mal ausfinden. Ja. Auf welchen Webseiten du wiederum surfst? Momentan auf gar keinen. Ja. War dir jetzt aber. Ach so. So. Moonwalking! Yeah. Passt. Oh mein Gott. Das ist ja in der Decke des Fensters. Das ist ekelhaft. Oh. Bin ich gegen. Was habe ich denn hier? Das ist die Fahne, die Simon abgebaut hat. Das ist die Fahne meiner. Ach, das ist deine Fahne? Ja, das ist meine Fahne. Gib die her. Pisskack-Arsch. Die Zähne. Pissbombe. Ja, Bombe! Bombe. Oh. Oh, oh. Höhle. Das war geplant. Ich wusste, dass die Höhle da ist. Ich wollte es euch nur zeigen. Ja. Erkunden! Hallo. Dich. Erkunden! 2. Schlachten! Fertig erkundet. Ja. So, ja, jetzt müssen wir uns trotzdem mal ein grobes Layout überlegen hier für Haus. Denn so kann es ja nicht bleiben. Warum haben wir es dann überhaupt gebaut? Wenn es so nicht bleiben kann. Na, ich meine, ein großer Raum ist schon doof. Hast du recht. Nur ob wir jetzt hier einen Turm hochziehen oder auf der anderen Seite einen Turm hochziehen oder generell höher bauen.
Mit Treppenhaus irgendwo. Keine Ahnung wo, wahrscheinlich hier. Meine Treppen haben wir genug da unten, ne? Ja, ich würde das behalten, das da unten. Dann können wir vielleicht da unten mit reinbauen. Hatte ich auch überlegt, ja, aber brauchen wir noch nicht alles. Ist vor allem auch nicht allzu hübsch eigentlich gebaut. Das sieht nicht wirklich aus, wie als würde man es haben wollen. Ja, der Koch kocht aber gut, da. Genau das meinte ich vorhin. Hey! Erbt! Erbt! Nein. Piep. Piep. Oh, ihr habt euch rausgebaut, ihr kleinen. Simon hat es rausgebaut. Ich dachte, ihr. Ui, ich will. Ja, ich auch. Ich habe eine Laufanimation beim Schweben gerade gehabt. Ja. Alter, in der Pose, wenn man so fliegt, ist man wie Mega Man. Die richtige, die Mega Man Sprungpose. Oh, sind Insekten. Ein steifes Cape hier. Auch Insekten. Bäh. Oh. Oh, durch die ganzen Effekte ist mein Cape ganz steif geworden. Ja, wie gesagt, was wir jetzt hier so draus machen. Denn ich meine, nur komische Lagerhalle ist ja auch irgendwie ein bisschen schade, ne? Ja, wir könnten es höchstens als Lagerhalle dekorieren. Mit ganz viel Kisten und Kisten und nochmal Kisten. Also ganz ehrlich, ich mach das wahrscheinlich, ich würde das machen so ein bisschen wie ich auch Häuser in Minecraft immer liebe. Immer so, man baut sowas, das ist so der Grund, und dann baut man einfach immer wieder drauf und drauf und drauf und dann wird das irgendwie so ein riesiges, cooles Gebilde. Ich weiß, war so der Plan. Wo alles eigen ist und nichts irgendwie standardisiert. Übrigens, da ist ein, oder ist das ein eigenes Fenster da? Ein eigenes Fenster, okay. Was? Ja, das ist ein eigenes Fenster, ja. Legt euch in die Karren neben mich, wenn ihr wollt. Die Tiere, die Karren waren super. Ja. Ich glaub, das ist ein schönes Ende, theoretisch. Ist oder noch zu früh. Ich ziehe trotzdem mein eigenes Bett vor. Oder zumindest ein vernünftiges Bett. Stell mir ganz viele Betten hin. So. Ja, wir sind halt Betten verkauft, ne? Dänisches Bettenlager, oder wie? Ja. Perfekt. Also, ich bin mal am Klo, ne? Da geh ich lieber hin. Betten springen. Wo ist Simon? Im Bett. Achso. Ich hab hier noch solche Laternen, ich weiß zwar nicht warum. Achso, die waren oben in der Kiste, die hab ich da hingelegt. Sind auch schön. Schon echt. Aber geben, glaub ich, selber gecraftet. Ach, die geben schon recht in Ordnung. Das ist halt eine Fackel im Glas. Eine Fackel im Metall eigentlich sogar nur. Ich würde fast sagen, für den Raum hier passen die besser als die Öllampen. Na gut, die jetzt nicht. Wir brauchen Licht. Wir sind Betten und Lampenverkauf. Und Kistenverkauf auch noch. Ja gut, ne? Oder? Nein. Das dänische Betten, Kiste und Lampenlager. Ja. Wäre eine schöne Videoüberschrift. Mal schauen. Danke. Apropos. Ja. Zeit? Achso. 14. Hui. Also brauchen wir noch was. Kommt mir noch eine dumme Idee. Kann man jetzt machen. Also, ne? Was denn für eine dumme Idee? Ich meinte eigentlich, ne? Ja, aber ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir sind nicht nur das dänische Betten, Kisten und Lampenverkauf. Das Verkauf, Lager. Ja. Wir haben auch den Weltrekord für den höchsten Kistenstapel. Auf dieser Insel. Planet. Mhm.
Wie du da wieder runterkommen willst, ist mir ein Rätsel. Und dann runterkommen? Ja. So. Habe ich hier auch noch ein paar große Kisten? Ne, die großen Kisten von mir sind da alle reingewandert, dank Markus. Hier durch, da wäre was, ja, ja. Ach, er hat auch kleine Kisten gebaut. Die Metallkisten kommen ganz oben drauf, oder wie? Natürlich. Die Waffe kenne ich gar nicht, die ist mir neu. Die was? Die Waffe kenne ich gar nicht, die ist mir neu. So, verdammt, viele Kisten. Ja, wir haben auch einen Weltrekord, ne? Also das braucht schon ein paar Kisten. Oh. Vogel! Vogel! Ja, sterb. Ach, man kann auch Lampen an der Seite von den Kisten hin tun. Sehr gut. Alter, so richtig episch. So, jetzt hauen wir uns irgendwas Kiste ab. Nein! Hört auf! Oh, du Arschloch! Du lebst doch noch. Es regnet mit Kalkis, das ist gesund. Es regnet mit Kisten! Ja. Und Regen. Und Regen. Das war exakt synchron. Ja. Na ja, fast. Synchron ja. Genug. Blödsinn bringt mich immer zum Lachen. Ja, Flares. Ja, reicht schon wieder. Das gibt uns einen richtigen Flair. Wäre es. Sieh mal da so ein bisschen. Regen! Weg. Ach ja. Wir sollten wirklich aufhören. Nein. Es doch! Wird so was lustig. Was kann man noch mit Kisten anstellen? Verbrennt! Nein! Ein Penis draus bauen! Ich wusste, dass das kommt! Ich wollte es gerade selber vorschlagen! Das ist nicht mal so eine dumme Idee! Moment! Doch, ist es! Es wackelt! Ach, schön! Okay! So, jetzt kommt das auch noch weg! Also, wer sich merkt, man kann jetzt abschalten, wenn man es nicht sieht! Da kommt nichts mehr. Don't mind me. Haben wir auch die dünnen Kisten hierfür? Ja. Ja, das schaut doch schon mal gut aus. Hat irgendwer noch Knochen mitgenommen? Nee, Knochen habe ich jetzt nicht dabei. Dann beam ich mal zu Simon und schau, ob der Knochen da ist. Ja, ich hab Knochen. Hui. Da. Brauchst du die Knochen denn? Nö. Ja, der hat einen langen Schwengel. Ja, ist ja gut, sag ich nichts gegen. So. Na, wen hast du dann nachgebaut, hä? Nein, natürlich. Nee, ist schon meiner. Wollte gerade sagen, wäre schon gut zu wissen, dass du seinen kennst. Ja, sicher. Das ist Berühmtheit. Moment, Moment, Moment. Das kommt jetzt. Übrigens gehen neben dem Brunnen immer die Fackeln aus irgendwann. Oder irgendwann macht die ab. Wegen dem Regen wahrscheinlich. Nee. Ja, alle anderen Fackeln gehen ja nicht ab. Ah. Der ist schon irgendwie sinnvoll, wenn es am Brunnen liegt. Okay, passt. Hä? Was habt ihr veranstaltet? Okay. Oder es ist wirklich einfach der Brunnen. Ja, der Brunnen wahrscheinlich, der so muss sein, ja. Gut, dann machen wir jetzt hier oft ein bisschen was weiter und noch einen größeren Penis und alles.
Und so. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich mit ein bisschen mehr Glück und weniger Lag. Jo. Ciao. Ciao.